Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Der Markt ist voll mit irgendwelchen Darmpräparaten. Wie Sie das richtige Darmmittel für sich finden können, das erfahren Sie jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaczynski. Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Brauche ich überhaupt ein Darmmittel, Felix? Ja, das ist natürlich die allererste Frage, die sich die meisten aber gar nicht stellen, weil für die meisten ist klar, es ist ja schon mal gut, der Tod und die Gesundheit liegt im Darm, ne, sagte schon Paracelsus. Das heißt, zum Glück ist ja vielen bewusst, dass der Darm unglaublich wichtig ist. Aber natürlich wäre das die allererste Frage. Braucht man überhaupt Darmmittel? Das stellen sich die meisten aber gar nicht, weil die Welt ist ja voll von Leberreinigung, von Darmsanierung, von Darmprävention, von dies, von das. Deswegen wird diese Frage noch seltener gestellt, als was ist denn das richtige Mittel. Aber völlig richtig. Zuerst müsste eigentlich gefragt werden, braucht es überhaupt was für den Darm? Zugegebenermaßen, es braucht wirklich sehr häufig etwas für den Darm. Aber was? Das ist genau die richtige Frage eigentlich, weil ich sage immer, wenn ich jetzt in Google ein Darmnahrungsergänzungsmittel eingebe, dann werde ich ja erschlagen von Produkten. Die sind ja nicht alle falsch und es ist ja auch nicht alles schlecht, was da ist. Aber woher soll ich denn wissen, welches von diesen Mitteln das Richtige ist, wie lange ich es nehmen muss, mit welcher Dosierung und für was? Jetzt gehen die Leute natürlich zu Ärzten, zu Therapeuten, die sagen, probieren Sie mal das aus, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja, aber nur weil er gute Erfahrungen hat, heißt es nicht, dass es für ihn oder sie das Richtige ist. Das heißt, es wird ja häufig nach Empfehlungen verteilt. Auch das nicht pauschal falsch. Wir haben ja ein anderes Ziel. Wir wollen nicht irgendein Darmmittel empfehlen oder verkaufen, sondern wir wollen ja das ideale Darmmittel für die Person geben. Und weil gerade Daniel das ja über viele Jahre nicht finden konnte, hat er angefangen, eigene Nahrungsergänzungen herzustellen. Aber eben spezielle Stoffwechselkomplexmittel, die nicht einfach sagen, das ist Vitamin E oder das Vitamin A, sondern ein Formdarm, was alle für den Darm beinhaltet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann ist die Sendung ja beantwortet. Welches Darmmittel muss ich nehmen? Ja, vorm Darm. Ja, nicht immer. Natürlich stimmt es, wenn ein Problem im Darm ist, testet häufig vorm Darm. Aber allein wir haben ja 6, 7, 8 verschiedene Darmmittel. Nur die heißen nicht alle so, dass man das erkennt. Die heißen vorm Immun, die heißen vorm Nerv. Und man sagt, wieso denn vorm Nerv für den Darm? Ja, weil es an die Dickdarmnerven geht. Das vorm Immun, weil es eben ans Immunsystem des Dickdarms geht. Also wir haben auch viele Mittel, die gar nicht nach Darm aussehen oder anhören, aber letztendlich für den Darm sind. Aber natürlich, selbst wenn es nicht reicht, was wir haben, kennen wir ja noch zig, hunderte, tausende andere Mittel, die wir dann testen. Der Punkt dieser Sendung soll aber sein, wie kommen wir auf das richtige Mittel? Nicht, weil wir so viel mehr Erfahrung haben oder weil wir unsere Produkte so toll finden, dass wir nur unsere empfehlen, sondern weil wir kinesiologisch testen. Und natürlich ist es so, dass unsere Produkte häufig testen, weil sie ja erprobt sind, weil sie ja an tausenden Klienten ausprobiert sind, weil die Rezeptur von Daniel immer wieder über die Jahre verändert wurde, dass es optimiert ist. Das heißt, mit ziemlicher Sicherheit kann ich sagen, findet man bei uns sehr gute Darmmittel. Aber auch da ist die Frage, ich habe es gesagt, 6, 7 verschiedene. Niemand braucht alle 7. Aber woher soll man wissen, welches, wie lang und wie oft? Und genau das testen wir kinesiologisch, ob über die Distanz oder vor Ort in der Praxis. Und dann haben die Leute Gewissheit. Und dann braucht es auch nicht diese Standard-Detox-Darm-Darmsanierungsprogramme, weil das sind ja immer Pauschalaussagen. Und die erste Frage ist genau die richtige, die du gestellt hast, brauche ich es überhaupt? Wenn ja, was brauche ich? Wie lange brauche ich es? Welche Dosierung? Und das können wir alles mit der Kinesiologie beantworten. Das macht es ziemlich einfach am Ende. Macht Sinn. Aber Daniel, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich mich doch biologisch gesund ernähre, regional, frisch, dann brauche ich doch kein Darmmittel. Unter Umständen richtig, aber nur unter Umständen. Das ist klar. Bei der heutigen Zeit haben wir ja so viele äußere Einflüsse, die natürlich den ganzen Stoffwechsel vom Darm natürlich beeinflussen können. Reden wir nur mal über Elektrosmog, reden wir mal über Gifte. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir hingehen können und sagen, eine gesunde Ernährung reicht und mein Darm ist dann gesund. Also man kann ja davon ausgehen, dass alle Krankheiten irgendwo auch mit dem Stoffwechsel zusammenhängen. Es muss einen Zusammenhang haben. Aber wir haben immer einen Zusammenhang mit einerseits mit der Psyche, andererseits natürlich mit Giften und der Stoffwechsel generell. Also das heißt, der Darm ist immer irgendwo beteiligt an der ganzen Geschichte. Auch wenn man noch so gesund sich ernährt. Es ist immer, irgendwas ist immer noch dort. Das würde ja bedeuten, dass die Nahrung, obwohl wir dafür alles tun,
nicht mehr diesem Standard entspricht, den er vielleicht vor 100, 200 Jahren hatte. Ja, klar. Also das ist, ich denke, das ist vielleicht vielen noch nicht so bewusst, aber das ist völlig logisch. Also wenn wir zurückgehen, nur 1980 bis heute, also die Qualität der Nahrungsmittel ist mehr als halbiert, oder? Das heißt, die Inhaltsstoffe sind deutlich weniger als vor 40 Jahren, oder? Und da müssen wir einfach hingehen und sagen, wir können ja nicht doppelt so viel essen, oder? Und dann haben wir noch das Problem der Biophotonen. Also das heißt, wir haben massive Verluste an Biophotonen in der Nahrung. Das heißt, wenn wir über die Sonne und über die Luft und über die Natur nicht genug Biophotonen aufnehmen, dann nehmen wir sie noch zusätzlich vom Gemüse und von den Früchten auf. Da ist es ja drin gespeichert im Wasser. Aber es ist natürlich deutlich weniger als vor 40 Jahren. Und da kann man noch so biologisch essen. Das sind Tatsachen, die natürlich in den Medien nirgends erzählt werden, weil, ist ja klar, man will ja nicht, dass die Menschen sich noch gesünder ernähren und Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und die Nahrungsergänzungsmittel können zum Beispiel alles ersetzen, aber auch die Biophotonen nicht. Also Biophotonen muss man im Prinzip Gemüse frisch eigentlich entsaften und dann hat man die Biophotonen im Körper. Vielleicht nochmal kurze Erklärung mit den Biophotonen, was hat es auf sich? Also Biophotonen ist im Prinzip, wenn ein Stoffwechselprozess in der Pflanze passiert, oder, dann braucht sie, um diese Prozesse zu steuern, braucht sie ganz wenig Licht. Und diese hat sie in ihrer eigenen DNA und die braucht sie, um sie, die Pflanze, um sich selber zu steuern, also den ganzen Wachstum zu steuern, um ihren eigenen Stoffwechsel zu steuern. Und den übergibt sie uns natürlich mit der Nahrung. Und je frischer das die ist, je besser ist es für uns. Deshalb müssen wir entsaften. Wir können das gar nicht mehr so viel Gemüse essen. Und es ist immer im Wasser gelöst. Und frisch bedeutet sofort gepflückt und gegessen oder frisch noch aufbewahrt? Ja, so frisch wie möglich. Es ist ja klar, niemand kann heute gehen und sagen, ich gehe immer überall in den Garten. Die meisten wohnen in Städten, haben keinen Garten mehr. Also bedeutet es im Prinzip, wenn immer möglich, am gleichen Tag geerntet und am gleichen Tag gegessen. Aber das ist natürlich Illusion. Und es ist immer noch so, dass wir natürlich durch das Entsaften die Biophotonen in einer viel höheren Qualität bekommen und so natürlich den Darm und den ganzen Stoffwechsel energetisch aufbauen. Absolut klar, das hilft natürlich es sehr. Also zusätzlich zum biologischen Essen ist das ein Zusatz, wo man sagen kann, den können wir selbst mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht abdecken. Mhm. Felix, in welchen Fällen bei euch in der Praxis kommt immer dieses Darmmittel zum Tragen? Also gibt es da so ganz bestimmte Krankheitsfälle, Symptome, wo eigentlich ein Darmmittel immer benötigt wird, weil da auch das Problem ist? Also ich sag's mal so krass, es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass ein Darmmittel testet, sondern wenn es nicht testet. Also wenn kein einziges Mittel für den Darm testet, unabhängig der Symptome, der Krankheit, der Diagnose im Vordergrund, ist es schon ungewöhnlich, weil fast überall der Darm beteiligt ist. Ich habe schon gesagt, wir haben einen Großteil unseres Nervensystems im Dickdarm. Vielen ist gar nicht bewusst. Wir haben ja nicht drei Gehirne. Wir haben unser Hauptgehirn im Kopf, was jeder kennt. Wir haben ein Gehirn im Herz. Also es gibt allein 40.000 freie Nervenzellen im Herz. Deswegen hat es ja einen Grund, warum die Leute schon sagen, hör auf dein Herz. Das hat ja einen Hintergrund. Nur natürlich arbeitet dieses Gehirn ganz anders. Und wir reden von 40.000 Zellen. Hier oben reden wir von Milliarden Zellen. Das heißt, es ist natürlich ein ganz anderes Größenverhältnis. Und wir haben ein eigenes Gehirn im Darm, vorwiegend im Dickdarm. Das heißt, ein eigenes Nervengeflecht, was ähnlich arbeitet wie unser Gehirn da oben. Deswegen macht es ja auch Sinn zu sagen, hör auf deinen Bauch. Also dort gibt es ja eigene Nervenzellen, die natürlich auch Probleme verursachen können. Und wie man das am Ende nennt, ob man es dann ein, chronischen Durchfall oder chronische Verstopfung oder Reizdarmsyndrom nennt oder aber sogar zu sagen, vielleicht hat es auch einen Anteil in der Psyche, Depression und so weiter, weil ja auch gerade das Serotonin, was ja ein Neurotransmitter und ein Glückshormon ist, auch ganz massiv im Darm gebildet und entwickelt wird, ist das natürlich auch sehr relevant, was die Psyche angeht. Fast alle Haut
Hauterscheinungen, ich will nicht mal von Erkrankungen reden, Hauterscheinungen hängen mit dem Darm zusammen. Die Leber, also viele Leberprobleme hängen mit dem Darm zusammen. Es ist so ein riesiges Feld, dass ich wirklich sagen kann, es ist eher ungewöhnlich, wenn es nicht testet, als dass es testet. Ne? Auch, wie ich schon dachte, Immunsystem im Darm, Enzyme haben wir im Darm, Hormone werden im Darm gebildet. Also es ist ein riesiges Feld, weswegen der Satz, der Tod und die Gesundheit liegt im Darm, auch nicht von ungefähr kommt. Und um auf das einzugehen, was Daniel sagte, ich kenne Therapeuten, die es so drastisch ausdrücken, dass sie sagen, sich 100% biologisch zu ernähren, ist das Beste, was wir tun können. Aber alles andere, also die Normalernährung, die nicht biologisch ist, bezeichnen die als biologische Kriegsführung, was da betrachtet wird. Weil heutzutage ist es ja nicht so, dass die einfach nicht biologisch sind, sondern da sind ja Stoffe wie ein Glyphosat, wie andere Düngemittel. Wir wissen ja gar nicht, was ist da alles drauf. Selbst bei Bio ist man ja nicht 100% sicher, dass es komplett frei von allem ist. Das heißt, man muss es umgekehrt betrachten. Es ist das Beste, was wir tun können. Aber wie Daniel sagt, da gibt es ja unzählige Universitäten auch in Deutschland, die das gemessen haben, die Bodenqualität. Die Bodenqualität nimmt immer mehr ab. Der Brokkoli sieht genau aus wie vor 40 Jahren, aber es ist nichts mehr drin an Nährstoffen. Aber wir brauchen ja mindestens genauso viel Nährstoff. Ich würde behaupten, noch mehr als vor 40 Jahren, weil wir tendenziell mehr Stress haben, weil wir tendenziell mehr Umweltgifte haben und dadurch tendenziell einen höheren Bedarf natürlich. Das kann man auf eine Art und Weise mit Nahrungsergänzung decken. Aber wie Daniel sagt, der Aspekt der Biophotonen, das Lebendige letztendlich in der Pflanze, das findet man natürlich nicht in Nahrungsergänzungsmitteln. Und das bräuchte es eigentlich zur Ergänzung. Und dann gibt es punktuell vielleicht von unserer Seite verschiedene Darmmittel für die Darmschleimhaut, für die Darmnerven, für das Immunsystem, für die Leber. Aber das ist natürlich in einem therapeutischen Rahmen zu sehen. Präventiv ist nochmal eine andere Geschichte. Daniel, ich habe in letzter Zeit auch häufiger gelesen, man bekommt auch in den Medien viel mit, gerade die sich ja mit Naturheilkunde beschäftigen, dass auch die Bakterien wichtig ist und dann nehmen Menschen dann auch Bakterien zu sich, diese Lactobacillen, alle wie sie heißen. Muss man das präventiv einnehmen? Welche Rolle spielt das? Also so ungetestet einfach mal Lactobacillen zu nehmen und dann auch egal welches Präparat, kann sogar kontraproduktiv sein. Also es ist, muss nicht, aber kann. Also wenn man eine SIBO hat, also eine Überbesiedlung von Darmbakterien im Dünndarm, dann haben wir noch mehr Probleme als vorher. Also das heißt, wenn die gar nicht bis zum Dickdarm kommen, ist das kontraproduktiv. Also unbedingt solche Sachen vermeiden, einfach irgendwas zu nehmen, weil irgendwo eine Werbung gestanden hat, dass das gut ist. Das würde ich ganz sicher nicht tun, weil, ist klar, nicht jeder hat eine Überbesiedlung im Dünndarm, aber vielleicht jeder Hundertste oder jeder Fünfzigste, das wissen wir nicht so genau. Wenn es dich trifft, dann geht es dir noch viel schlechter. Und du weißt nicht warum, oder? Also es gibt so viele Themen beim Darm, wo wir einfach sagen müssen, lass dich testen, weil auch wir haben nichts erfunden, sondern wir schauen, was braucht der Körper wirklich. Vielleicht noch als Zusatz, was du gesagt hast, der Tod sitzt im Darm. Alle Nervenkrankheiten haben eine Verbindung zum Dickdarm. Alle Nervenkrankheiten. Ausnahmslos, oder? Und das bedeutet also, dass wir auch dann testen, wenn wir sagen, alle unsere Produkte braucht es vielleicht oder ein Teil davon braucht es vielleicht, aber er muss zusätzlich noch einen Einlauf machen und das ist das, was die Menschen gar nicht gerne hören, aber es ist einfach in gewissen Situationen das einzig Richtige. Und die Menschen wollen sich nicht mit ihrem Code beschäftigen, einfach wegspülen und fertig und nicht mehr reinschauen. Aber es ist extrem wichtig, dass man dort mal in die Schüssel reinschaut und sagt, was ist denn da, was rausgeht und wie funktioniert das Ganze? Und ich sage jetzt mal, in jedem zehnten Fall von jemandem, der chronisch krank ist oder der Nervenprobleme hat, muss ein Einlauf machen, weil dort einfach die Schlacke noch drin ist und da kann man von oben reinhauen, was man will. Es kommt einfach unten im Dickdarm nicht genügend an, dass es wirklich sauber entschlackt wird und das ist ja auch völlig schmerzfrei, völlig problemlos und 4-6 Einläufe und dann ist man für Jahre wieder meistens befreit, oder? Und es wird einfach viel zu wenig gemacht. Also wir wissen von unseren Klienten, die einen Einlauf machen müssen, haben wir maximal 50% Quote, die es machen. Ja, muss sei jeder selbst frei entscheiden. Ja, ja, das ist das. Und dann ist das natürlich schwierig. Dann haben wir immer das Problem, dass der Dickdarm sich einfach nicht aufbaut. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Wenn der Dickdarm einen guten pH-Wert haben, das testen wir ja, dann
geben wir formell, oder? Das tut einerseits die Enzyme aktivieren in der Bauchspeicheldrüse und gibt Enzyme dazu, hat Produkte, die den Dickdarm ernähren, speziell für die Dickdarmernährung, und verkapselte, einzeln verkapselte Darmbakterien, die ganz bestimmt am Dickdarm ankommen, weil es ist absolut entscheidend, dass sie am Dickdarm ankommen und keinesfalls im Dünndarm. Das macht Sinn. Also ich glaube, in diesem Sinne macht eine Testung, Felix Beuys, Sinn. Also vielleicht auch Zuschauer, die ja schon was einnehmen, präventiv, dass sie vielleicht einfach mal die Chance ergreifen, sich testen zu lassen. Hey, absolut. Das, was ich einnehme, bringt das was? Benötige ich absolut, es? Absolut. Oder benötige ich was anderes? Ja, absolut. Wo findet man euch? Am einfachsten findet man uns unter www.selbergesundwerden.com. Und dort, wie Sie auch hören von Robert, gibt es ja auch die Möglichkeit, uns per Foto Ihre Präparate zu schicken, mit einem aktuellen Foto von Ihnen. Dann können wir Ihnen auch sagen, ob Ihre Präparate die richtigen sind oder nicht. Und wenn nicht, was die richtigen wären. Danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, lieber Robert. Sie hören, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema ist wie so oft viel komplexer. Es ist klar, dass die Frage, ob es etwas für den Darm braucht, häufig mit Ja beantwortet wird. Aber was und wie lange ist deutlich komplexer. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.